Hallo und herzlich willkommen, ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind zurück bei New Super Mario Bros. 2 im sehr, sehr wahrscheinlichen vorletzten Part. Ich weiß jetzt nicht genau, wie lang der wird. Kann auch sein, dass der extrem kurz wird. Dann bitte ich das zu entschuldigen, aber ich, also gucken wir erstmal, ne? Sonst entschuldige ich mich wieder und dann ist es am Ende doch ein ganz normaler Part mit einer ganz normalen Länge, aber es könnte halt sein. Das ist hier eine Sternmünze. Jo, eine Mondmünze. Dann holen wir die mal und dann. Oh! Das war knapp, ey. Dann holen wir die mal und boah, hier ist ja schon die Mittellinie. Ich glaube, die zweite Sternmünze habe ich. Ich habe gesehen in der Komplettlösung. Das ist ganz lustig. In der In der Komplettlösung. In der Komplettlösung sind bei den Sternmünzen so, wie erkläre ich das? Da sind so kleine Wölkchen eingezeichnet, die dir zeigen, ob du für diese Sternmünze eine Wolke brauchst oder nicht. Und ja, bei der ersten und bei der dritten, hier haben wir es auch schon gefunden, waren so Wölkchen eingezeichnet. Deswegen habe ich das relativ schnell und einfach gesehen, dass man halt dafür eine Wolke braucht, deswegen, ja. Und das war jetzt gerade der einzige Punkt, wo ich zur Wolke hoch konnte. Deswegen war das relativ offensichtlich, dass da dann auch die Röhre war. So, das ging echt schnell. Scheiße. Dann machen wir das vielleicht auch so, dass wir die Level, die wir noch nachholen müssen, dass wir die einfach, dann machen wir es einfach so, dass wir die ganz spielen. Ja. Dann haben wir da kein Problem. Oder wir machen auch das Level noch und im letzten Part nur die Burg. Eieieiei. Ich bin mir halt unsicher, wie das von der Zeit her passt. Ich weiß nicht, wie lange das Schloss dauert und. Naja. Schauen wir dann alles mal. Ich versuche ein bisschen. Ich rede ganz normal, aber falls ihr euch wundert, irgendwie komisch, Cornel. Ich habe halt die Tür gerade offen und. Es ist vielleicht 23 Uhr, ich will nicht ganz so laut sein, weil ich möchte halt nicht die ganze Welt nerven mit meinem Rumgeschrei. Deswegen versuche ich mich einfach ein bisschen zu beherrschen und ein bisschen behäbiger zu reden. Außerdem bin ich gerade, ein bisschen im Chiller-Modus so. Keine Ahnung. Ich versuche einfach gerade zu genießen und das funktioniert gerade auch sehr gut. Das ist einfach. Aber ich will halt auch nicht wieder rumnerven. Ich rede ja ständig über YouTube und über mein YouTube und so und keine Ahnung, es ist halt einfach das Ding, was ich so unfassbar gerne mache und keine Ahnung, was halt meine, es hängt einfach so viel für mich hier dran, es sind so viele Träume, so viele Wünsche, so viele, so viel Spaß, so viel Ehrgeiz, so viel alles, was ich hier einfach so reinstecke und der ein oder andere würde vielleicht sagen, ey, das ist voll dumm von dir, konzentrier dich auf dies oder das oder jenes, aber warum soll ich mich nicht auf das konzentrieren, was mich glücklich macht? Und klar, meine Uni, auf die werde ich mich auch konzentrieren müssen, wenn die jetzt wieder losgeht, dürfte relativ bald sein. Es ist relativ bald Praktikum, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Und ja, was soll ich sagen? Ne? Was soll ich sagen? Warum soll ich nicht hier rein investieren? Ich meine, ich habe die Kapazitäten. Und würde ich das hier nicht rein investieren, dann würde ich wahrscheinlich nichts machen und nur Videos gucken, Fernsehen gucken und wie gesagt, einfach nichts tun. Also wieso soll ich dann nicht die Zeit so gut wie ich schaffe in das investieren, was mich glücklich macht und wo ich halt einfach Träume habe. Ja, ich habe viele Träume, was YouTube angeht und ich möchte mir die auch nicht nehmen lassen. Ich möchte auch nicht. Das ist halt auch so ein Ding, wenn dich Leute kritisieren dafür, dass du irgendwas machst oder so. Ich rede zu oft darüber. Es soll auch jetzt wieder keine Rechtfertigung sein, aber ich will euch das nur mal kurz halt ein bisschen nahe bringen. Es ist halt einfach so, wenn Leute dich für etwas kritisieren, dass du etwas aus
aus Habgier, aus Geldgeilheit oder sonst etwas machst, die haben halt einfach, denen fehlt auf ihrem Horizont ein ganz großes Stück, und das ist Leidenschaft und Ehrgeiz und Zielsetzung und Freude und all solche Dinge. Das ist halt einfach, ja, das vergessen so viele. Und wie gesagt, wenn man an etwas glaubt, dann ist es gar nicht so unrealistisch, dass das auch in Erfüllung gehen kann. Und wenn man an etwas arbeitet und wenn man da auch etwas rein, wenn man da halt Leidenschaft rein investiert, dann ist es nicht so unwahrscheinlich, dass es auch klappen kann. Ja? Okay. Ein gutes Beispiel ist meine Schwester, die. Das könnte mir helfen. Ist da oben. Ah. Da oben ist die. Kann ich dich auch töten damit? Nee, aber ich kann dich ja so töten. Oh, das könnte mir. Wie einfach war das denn? In der Komplettlösung stand, dass man da einen Dreisprung hoch machen muss. Wie dumm war das denn? Und hier bei dem Swamp. Warte mal. Wie doof war das denn? In der Komplettlösung stand was von Dreisprung. Ich dachte, das ist voll schwierig. Oh ja. Und da ist die Ranke. Das ist halt wieder so ein. Das war. Ich wusste jetzt auch nicht, dass sie genau da ist. Das war jetzt auch Zufall. Naja. Meine Schwester ist da ein sehr gutes Beispiel für. Weil meine Schwester ist eine tolle Frau und die lebt halt sehr, sehr ehrgeizig und ja, die ist da schon so echt, ja, die geht da einfach ihren Weg, den sie gehen will, und lässt sich auch gar nicht beirren von niemandem. Und wisst ihr, und die macht nichts Schlechtes, also die hat halt nur mit 16 ihre Ausbildung gemacht und hat sich auch sehr, sehr weit weitergebildet. Also meine Schwester hat Zahnarzthelferin angefangen, hat jetzt ihre eigenen Kunden, macht Zahnreinigungen und so. Der nächste Schritt wäre halt, Zahnärztin zu werden. Dafür müsste sie aber jetzt quasi aufhören zu arbeiten und studieren, und das ist immer so eine Sache, ne? Aber sie kann in ihrem Beruf eigentlich nicht mehr groß weiter, sondern ist quasi am Limit und hat eine gute Arbeit, verdient gut und macht das halt auch schon sehr lange und hat auch immer Spaß dran gehabt, aber irgendwann hat sie halt angefangen, sich auch noch anderweitig zu interessieren und hat sich dann noch etwas zur Aufgabe gemacht und hat dann angefangen, wenn ich es jetzt sage, dann werden wieder Leute schreiben, das ist so scheiße, bla bla bla, da habe ich halt eigentlich keine Lust drauf. Das Ding ist, meiner Schwester wird es egal sein, weil, wie gesagt, die macht ihr Ding und, wie gesagt, meine Schwester macht das auch sehr gut. Würdet ihr meine Schwester kennen, würdet ihr sie wahrscheinlich sehr mögen. Meine Schwester macht halt Mary Kay, ich weiß nicht, wer von euch das was sagt, und, Mary Kay ist halt so eine Kosmetikkette, das ist in Amerika relativ groß, und das funktioniert halt so ein bisschen wie Tupper-Partys, wobei das natürlich ein bisschen flach gedacht ist, also, ja, aber im Grunde ist das Prinzip halt schon so, ne, man lädt die halt zu sich ein und dann kriegt man halt Artikel vorgestellt, ja, Pflegeprodukte und so weiter und so fort. Meine Mama kriegt die natürlich umsonst und meine Mama ist auch sehr, also, die findet die alle ganz gut, von daher, ne, Stiftung Mama-Test sagt sehr gut. Und ja, ne, ist im Endeffekt ja so wie mit allem. Auch wenn da jetzt wieder irgendjemand mal einen Artikel von Ärzte gegen Schminktiere oder so gelesen hat. Es ist ja mit den Sachen, die du woanders kaufst, nicht anders. Und die macht da halt jetzt auch, das macht sie halt neben der Arbeit auch quasi als Nebenberuf. Und das ist halt so ein bisschen, ja, halt nicht vergleichbar mit mir. Also nicht direkt, weil wir ja nicht dasselbe machen. Aber es ist halt so ein Ding, wo man halt auch am Anfang viel Arbeit reinsteckt für nichts. So, wenn du damit anfängst, meine Schwester hat damit angefangen. Und am Anfang verdienst du damit nichts. Ja, da musst du hoffen, dass du irgendwie mal eine Kundin kriegst. Und irgendwie, ja, die, ne? Das ist halt so ein bisschen
Vielleicht sogar so ein bisschen wie mit YouTube, ja. Da musst du auch deine Zuschauer finden und hoffen, dass mal jemand drauf guckt und so. Und sie muss da natürlich dann auch in dem Moment hoffen, dass irgendjemand auf sie aufmerksam wird und so. Ja, aber die hat es jetzt auch schon relativ weit gebracht und hat da sehr viele Pläne, was das angeht. Und es ist auch sehr ehrgeizig und ja, das ist immer so ein kleiner, so ein kleines Ding, wo ich mir auch denke, ja, das macht sie vollkommen richtig und die hat da hohe Ziele sich gesteckt und arbeitet dafür halt auch viel. Ihr müsst halt bedenken, dass sie halt einen ganz normalen Job hat und das dann auch nebenbei macht und das ist echt auch viel, viel zu tun. Da musst du dahin ausliefern, dahin fahren und die Leute, den Leuten halt alles vorstellen und wenn du Pech hast, gehst du nach Hause und die Leute wollten halt nichts. Aber das ist auch schon relativ gut vorangekommen. Und ja, so muss man halt für das, was man gerne macht und das, was man gerne machen möchte, einfach kämpfen. Ne? So ist es halt im Leben. Und ja, das mache ich in dem Moment dann halt mit YouTube auch. Ich werde hier so schnell nicht locker lassen. Es ist natürlich schwierig. Man muss halt bedenken, dass ich natürlich den Wunsch habe, dass es noch größer wird, ja, und das ist ja dann auch in keinster Weise irgendwie, keine Ahnung, was sagt man da, es ist in keinster Weise irgendwie, ich mache das ja nicht, weil ich böse bin und einfach nur Fame werden will, sondern weil ich dafür arbeite und das halt so einfach, ja, wenn du Fußball spielst, dann ist es schön, wenn du in der ersten Liga spielst, weißt du, und das ist natürlich schön, aber am liebsten willst du natürlich... Ah, guck mal, wir müssen die Regenbogen noch machen. Die kann ich mal eben freischalten. Das können wir noch machen. Weiß zwar nicht, wie weit der Part ist, aber... Naja. Das ist halt so, ne? Wenn du Fußball spielst, dann... Ja. Dann willst du auch, dass... wie gesagt, wenn du in der ersten Liga spielst... Ja, für euch ist vielleicht jetzt... Ihr sagt jetzt, oh, Cornel, du hast fast 8000 Abonnenten. Und vielleicht, momentan habe ich vielleicht so im Schnitt 1000, also so 800 bis 1000 Aufrufe pro Part. Da sagt ihr euch wahrscheinlich, boah, Cornel, Alter, wenn ich das hätte, ich würde sowas von abgehen. Ich wäre so zufrieden, das wäre so geil. Ich würde alles nur, ich will gar nicht mehr größer werden. Ich würde nur für meine Community alles machen und so weiter. Und ich mache ja auch für euch. Also es ist ja jetzt nicht so, dass ich hier irgendwas mache, was ihr scheiße findet. Klar, wenn ihr meine Art und Weise irgendwann scheiße findet, dann haben wir uns halt einfach voneinander entfernt und sowas muss man auch akzeptieren. Ihr verändert euch, ich verändere mich und wenn es euch irgendwann nicht mehr gefällt, dann ist es natürlich in Ordnung, aber dann, ich bin so blöd. Liegt das natürlich nicht primär daran, dass ich scheiße geworden bin, sondern dass wir uns halt einfach voneinander entfernt haben. Wie gesagt, das ist halt einfach, das ist nichts Böses und nichts Schlimmes und nichts Unnormales, das ist ganz normal, aber manche verstehen das halt nicht. Manche bleiben halt. Ich will jetzt nicht sagen, dass die auf der Stelle bleiben oder so. Ne? Das ist ja auch gar nicht richtig. Also, aber die merken halt nicht, dass es halt einfach zwei Stränge gibt, die sich entwickeln und die können sich halt einfach auch entfernen. So ist es doch auch mit guten Freunden im Leben oder so. Man hat einen guten Freund oder so, mit dem man viel gemacht hat und dann in den nächsten Ferien macht man auf einmal mit jemand anderem ganz viel, weil man mit dem auf einmal besser klarkommt, obwohl das vorher anders war. Und wie gesagt, das ist auch jedem freigestellt und überhaupt nicht schlimm. Aber, ja. So, jetzt nicht wieder ins Ziel laufen. Ja, so ist es halt einfach und, keine Ahnung. Deswegen... Ja, muss man halt einfach, man muss für das, was man möchte, muss man kämpfen und ackern und raufen und arbeiten und da gehört dann halt auch mal zu, die undankbaren Sachen zu machen, wie sich Photoshop anzueignen oder mein Sack ist gerade eingeklemmt, wartet mal, komm schon, nee, das tut immer noch weh. Ah, die Boxershorts ist ein bisschen scheiße. Das ist nicht so gut. Ja, ne, man muss für das, was man will, kämpfen und arbeiten und daran glauben. Egal wer sich in den Weg stellt. Egal wer da kommt. Es ist so egal.
einfach. Und das ist halt auch das Ding, weißt du? Dann macht mir so ein Mensch ein Kritikvideo. Und ich weiß nicht, was er sich danach erhofft hat. Dass ich mich wieder ändere. Dass ich sage, du hast recht. Ich bin so scheiße geworden. Das ist einfach schrecklich. Nein. So, es ist... Ich bin ja... Es gibt natürlich auch manchmal Situationen, Momente, wo man auf andere hören muss. So. Aber ich habe die Menschen um mich rum, die mich kennen, meine Familie. Und wenn ich nach Hause komme, dann sagt meine Mama nicht, du bist aber komisch geworden. Dann sagt sie, ja, da ist er wieder. So. Weißt du, und das ist mir wichtig, dass meine Mama, wenn ich nach meiner Mama komme, dann will ich, dass sie genau den wieder hat, den sie auch vorher hatte. Und das hat sie. Und wisst ihr, dann ist es mir ganz egal, wer da ankommt und sagt, ich habe mich verändert. Wenn meine Freunde, wenn jemand, der täglich mit mir zu tun hat, ja, wenn der mir sagt, ey, du bist so klickgeil und geldgeil geworden, deine Videos sind so scheiße, dann ist es ein Moment, wo ich darüber nachdenke, okay, das nehme ich mir mal an und da denke ich mal drüber nach. Und es gab natürlich auch schon Momente, wo dann jemand wie Volo kommt und sagt, ey, wie gesagt, du machst da oder da, das ist, hast du dir irgendwas angewöhnt, das ist vielleicht nicht ganz so die pralle Kunst. Und wie zum Beispiel das Prinzipiell immer, so prinzipiell, da sagt man dann, ey Kollege, guck mal, und dann sage ich natürlich, okay. Das ist natürlich dann auch etwas Einfaches, ja. Das ist jetzt nichts Großböses, aber ich glaube, es gab auch noch nie was Großböses, also das hört sich auch wieder an, wo man da irgendwie, ja, aufpasst, also wo Wollo mir irgendeinen Vorwurf gemacht hat oder ich Wollo, weil wir uns halt einfach, wir verstehen uns sehr gut, wir kennen uns sehr gut, wir kennen uns jetzt seit, weiß ich nicht, 2 Jahren oder so, ja, seit... Ja, so könnte hinkommen und wir haben seitdem so viel miteinander zu tun, Leute. Ich kann immer noch nicht über alles reden, glaube ich. Ich weiß es nicht vielleicht. Und na, wenn ihr jetzt hier irgendeine Ahnung habt, dann könnt ihr das ja natürlich. Ja, ist auch egal. Es ist einfach, wow. Nein, da musste ich gar nicht rein. Ja, ich kenne Wollo jetzt schon so lange und ich kann euch sagen, Wollo ist genauso wie früher immer noch genau der gleiche Typ. Ja, und ja, die Videos haben sich wahrscheinlich verbessert. Natürlich haben sie sich verbessert und wie? So, das ist gar kein Vergleich zu früher. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Menschen schlechte Videos wollen. Weil sie dann denken... Das ist so ehrlich. Dabei stimmt das nicht, Leute. Dabei muss ich jetzt auf 44 warten. Ich weiß, wollen wir es einmal ausprobieren? Ich probiere es einmal aus. Ja, es stimmt einfach nicht, Leute. Manchmal habe ich das Gefühl, dass die Leute schlechte Videos wollen. Dass sie nicht sehen wollen, dass sich jemand verbessert. Dass sich jemand Gedanken macht. Aber das kann ich nicht nachvollziehen. Bei aller Liebe nicht. Das kann ich wirklich nicht nachvollziehen, weil, ja, guckt euch das mal an. Das ist ja nicht nur ein Phänomen, das ist ja eine festgeschriebene Größe, dass jeder YouTuber Menschen hat, die sagen, du bist so schlecht geworden. Und, man mag vielleicht meinen, wenn es so viele sind, dann spricht es doch dafür, dass das, richtig ist. Das würde ich in dem Punkt aber genau andersrum sehen, weil es wird so vielen Leuten vorgeworfen, die alle unabhängig voneinander eigene Menschen sind, dass es gar nicht möglich ist, dass all diese Menschen sich genau gleich verhalten. So, es ist, versteht ihr, was ich meine? Das wäre einfach so ein... Oh nein. Okay, wir schaffen die 44 wahrscheinlich. Nee, wir schaffen die nicht mehr. Oh, das bedeutet, wir müssen jetzt eine ganze 100 Sekunden warten. Man kann das schaffen, auf jeden Fall. Ja, wisst ihr, das ist halt so das Ding. Da ist bei so vielen Menschen einfach, das ist halt einfach unlogisch. Die Videos werden besser und damit haben die Leute ein Problem. Ich weiß nicht genau warum. Ich weiß es nicht.
Vielleicht, weil mit besseren Videos die Chancen größer sind, dass mehr Leute das gefällt und es dann nicht mehr so was Besonderes ist oder so. Aber es ist einfach Schwachsinn. Wisst ihr, mit so einem Video jetzt, ich laber jetzt einfach nur, wisst ihr, ich laber jetzt einfach nur, wie früher in einem Paint, Infovideo. Ich könnte jetzt auch hier kein Gameplay haben und ein Paint-Bild dahin packen und über die gleichen Gedanken reden. Auf der anderen Seite, warum soll ich über sowas jetzt zum Beispiel in einem Paint-Info-Video reden? Das ist halt einfach, ich habe keine Lust mehr, mich hinzusetzen und eine Stunde lang in Outer City reinzureden. Wisst ihr, wie viel Zeit das ist? Wisst ihr, was ich in der Zeit alles schaffen könnte? So, und wollt ihr mir jetzt einen Vorwurf machen, dass ich meine Zeit irgendwie... Ich habe früher halt einfach sehr viel Zeit gehabt und diese Zeit auch sehr blöd genutzt, weil... weil ich früher einfach Zeit verschwendet habe, in Massen, ja, und da war es für mich dann kein Problem, mich mal hinzusetzen und eine Stunde lang ins Mikrofon zu reden, und dabei halt nichts zu tun. Ja, das war für mich überhaupt gar kein Problem. So, das habe ich aber nicht getan, weil es mir so gut ging oder weil es mir auch so krass gefallen hat. Nein, das habe ich gemacht, weil es mir in dem Moment schlecht ging und ich nichts mit mir anzufangen wusste. So, wollt ihr jetzt, dass es mir schlecht geht und damit ich endlich wieder solche Dinge mache? Ich möchte gerne mit dem, was ich hier tue, auch Spaß haben. Und deswegen kommen auch nicht immer mehr nur so depressive Themen oder so, sondern manchmal kommen auch Parts, in denen ich einfach nur Spaß habe, wo ich gar nicht darüber nachdenke, ob ich über irgendwas erzählen soll, weil ich einfach nur Spaß mit dem, was ich tue, haben möchte. Und wenn dann Leute kommen und sagen, dass sie das scheiße finden, dann sind es Leute, die in keinster Weise Interesse an mir als Menschen haben, die nicht wollen, dass ich glücklich bin. Und dann weiß ich nicht, was diese Menschen überhaupt wollen, weil dann tut doch einfach diesen Kanal verbannen und guckt euch andere Dinge an. Das ist doch kein Problem. Ja, das ist so, ihr kennt nur meine Videos, aber dann kommt ihr an und urteilt und ja, wisst ihr das, also nicht ihr im Sinne von ihr, sondern die Leute, die das halt tun und die halt auch immer, diese Leute, die mal sagen, das ist so scheiße geworden. Ja, und dann gibt es natürlich Beispiele, dann kommen Leute mit Beispielen, guck mal, bei dem ist es immer noch wie früher. Wo ich mir dann denke, bei dem gibt es keine Entwicklung, bei dem ist alles immer noch so, also das sind dann Dinge, die mir zum Beispiel nicht so sehr gefallen, weil, keine Ahnung, ich möchte doch nicht, weiß ich nicht. Ich bin, jetzt gerade muss ich mal kurz überlegen, weil ich bin zum Beispiel, wenn es um Serien oder so geht, so ein Mensch, dass ich da Veränderungen hasse. In einem bestimmten Sinne. Weil ich einfach die Charaktere extrem lieb gewonnen habe. Aber das kann man ja auch nicht aufs echte Leben projizieren. Das ist halt das Ding. Ich habe die Charaktere lieb gewonnen und möchte natürlich deswegen, dass die Charaktere bleiben. So, das macht ja auch irgendwo Sinn. Was da mit den Charakteren passiert, da kann natürlich Entwicklung stattfinden. So, und ja, seien wir mal ganz ehrlich, wenn wir jetzt Big Bang Theory zum Beispiel nehmen, ne? Raj, nein, nehmen wir was anderes. So, ohne dass ich euch groß spoiler. Muss ich darauf achten? Nein, wahrscheinlich nicht. Leonard ist am Anfang natürlich so ein Nerd, genau wie Sheldon, der halt, ne, so bla. Und dann kommt Penny und seitdem, boah, geht's aber richtig ab bei denen. So, und seitdem steht er auf Frauen. Es wäre ja langweilig, wenn Leonard alle Staffeln über kein Interesse an Frauen hat und immer dieser gleiche Nerd bleibt. Nein, der entwickelt sich. Und das, genau so wird ein Schuh raus. Jeder Charakter in jeder Serie hat einen Entwicklungsstrang. Und wenn er den nicht hätte, wäre es total langweilig. Und so ist es auch auf YouTube. Jeder YouTuber entwickelt sich. Und das ist einfach so, jeder YouTuber hat das, dass über ihn gesagt wird, früher warst du besser. Und das stimmt einfach nicht. So, das sind so Leute, ich weiß nicht genau, warum man das immer sagt und so. Weiß ich nicht. Habe ich keine Antwort drauf. Okay. Ich würde sagen, die Regenbogendinger, die hole ich jetzt in den Spezialwelten alleine. Das soll jetzt vom Part erstmal gewesen sein. Der ist jetzt doch richtig lang geworden, glaube ich. Wir machen dann im nächsten Part die ganzen Regenbogendinger.
Oder nee, wisst ihr, was wir... Oh, jetzt habe ich die Zeit verpasst. Nee, wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir machen noch das letzte Level. Der Part wird jetzt ewig lang, aber... Alle die Leute, die immer gemeckert... Was heißt gemeckert haben? Alle die Leute, die es vermisst haben, so, ihr habt es wieder. Cornel spricht einfach ganz, ganz lange über das, was gerade durch seinen Kopf geht. Und, dass sowas vielleicht gefehlt hat, ja? Dass sowas vielleicht gefehlt hat. Und dass, man sowas vielleicht gerne wieder hätte. So, das ist ja auch eine Kritik, mit der man dann arbeiten könnte, wenn sowas gesagt wird, so von wegen, ich möchte einfach dich mal wieder übers Leben philosophieren hören und so. Aber was nicht, woraus kein Schuh wird, ist zu sagen, der macht sowas nicht mehr, der ist so richtig behindert geworden. Weil, wie gesagt, ich habe euch ja vorhin schon gesagt, es gibt Gründe dafür, warum ich etwas nicht mehr mache, so wie ich es früher gemacht habe. Wie gesagt, das ist einfach nicht cool, ein Paintbild dahin zu hauen und dann eine Stunde zu reden. Das war früher vielleicht cool. Ich will da mal über was anderes anteasern oder so. Ich habe den großen Wunsch, mir eine Vlog-Kamera zuzulegen. Ich habe nicht so, wenn jetzt jemand von euch dabei ist, der Experte ist, so. Ich weiß natürlich, nein, ich bin so dumm. Oh. Wenn jetzt jemand von euch dabei ist, der da Experte ist. Ich brauche natürlich etwas Kleines irgendwie, damit ich das auch gut transportieren kann. Vielleicht will ich auch mal draußen dann aufnehmen oder so. Ich brauche etwas, was ein gutes Bild macht und was ganz wichtig ist, was auch einen guten Ton aufnehmen kann. Es gibt dann natürlich diese Cams, die so jemand hat wie dann auch einen ungespielten Däner. Beziehungsweise ich glaube, fast jeder YouTuber hat diese Cams heutzutage. Das sind diese... ist diese Canon Legria Mini oder wie auch immer die heißt. Also so, ich glaube, so heißt sie. Und die ist wohl richtig, richtig gut. Und ich, da würde ich natürlich sagen, okay, wenn ich das Geld hätte, würde ich sie mir jetzt kaufen. So, dann das wäre kein Problem. Nur weil die jetzt haben, fühle ich mich dann nicht schlecht als Nachmacher oder so, sondern ja, ne, wenn... Wenn ich ein Fußballverein bin und es gibt bessere Bälle oder gute Bälle und schlechte Bälle, dann entscheide ich mich ja nicht für einen schlechten Ball, weil ich die anderen Fußballvereine nicht kopieren will. Eventuell könnt ihr diesen Gedankengang irgendwie nachvollziehen. Ja, dann nehme ich natürlich einen guten Ball, damit ich ja auch gute Qualität habe. Ich weiß halt, die ist halt teuer, also die kann ich mir wahrscheinlich nicht einfach so leisten. Ich denke auch nicht, dass man die irgendwo vernünftig auf Raten zahlen kann. Außerdem will ich nicht unbedingt auf Raten zahlen. Ich könnte die eventuell... Ja, also ich könnte sie mir eventuell schon leisten, aber momentan muss ich ja auch noch was nebenkostenmäßig zurückzahlen. Wenn ich das zurückgezahlt habe und einen kleinen Puffer habe von 2 Monaten, wo ich sparen kann, könnte ich mir das eventuell leisten. Aber, und das ist halt so die Sache, wenn ich mir, ich hätte halt Lust, ein Vlog-Projekt zu starten und da würde es dann natürlich auch irgendwie so sein, dass ich wahrscheinlich viel, viel, viel quatschen würde. Und das würde wahrscheinlich dann auch wieder so an die Infovideos oder die späteren... Oder die Infovideos haben sich ja dann weiterentwickelt zur Cornels Welt. Da wurde ja dann auch gesagt in diesem Video an mich, Kritikvideo, dass das einfach so cool war, wie ich früher Cornels Welt gemacht habe, egal was die Leute gedacht haben, mich und so. Und ja, ich würde sowas ja auch wieder machen. Und es ist halt auch wieder so das Ding, der Mensch hat sich nicht mit mir beschäftigt, hat mir eine Kritik gegeben, hat sich aber nicht mit mir beschäftigt, das wollte ich gar nicht. Ich muss nämlich sowieso mal nachgucken, wie man die Regenbogen hier holt. Ich hole die dann offscreen, ja, die Regenbogen. Wir machen jetzt noch das letzte Level und dann schauen wir mal. Wie gesagt, was wollte ich jetzt sagen? Überleg mal ganz kurz, Cornel. Ja, genau. Ne, der Mensch hat sich überhaupt nicht mit mir, der die Kritik an mich gemacht hat. Ist halt, wenn ihr jetzt nicht den Zusammenhang kennt, dann ist egal. Denkt euch einfach, ne, da war jemand, der hat eine Kritik an mich gebracht und die war halt doof. Falsch. Nicht korrekt. So, und was ich jetzt einfach nur sagen wollte ist, da war aber eine Sternmünze. Nee, oder? Nee. Ja, der hat zum Beispiel gesagt, das war so cool früher, Cornels Welt, da. Ich würde sowas ja auch gerne wieder machen, ne? Und da ist dann so das Ding, der Typ hat halt keine Ahnung davon gehabt. Weißt du, der beschäftigt sich nicht mit mir und der weiß es dann nicht und kritisiert das, obwohl ich ja gar nicht dagegen abgeneigt bin. Wie gesagt, ich würde gerne ein Vlog-Projekt starten.
Was? Weiß ich nicht. Wie oft in der Woche kommen würde? 3, 4, 5 Mal? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall würde ich es gerne starten. Dafür brauche ich aber eine Kamera. So, und warum mache ich denn dann nicht einfach so wie früher Cornets Welt einfach solche Videos? Wieso? Weil das für mich einfach, also seien wir doch mal ehrlich, Leute, ich sitze hier vor meiner Webcam, das sieht zum einen nicht schön aus, zum anderen nicht, weißt du, das ist einfach nicht schön, So, weißt du, der dicke Junge sitzt da immer vor der Kamera, es geht ja gar nicht darum, dass es der dicke Junge ist, weil das ist halt das Ding, was ich in meinen Vlogs thematisieren würde, ja, das wäre mein Thema, warum ich diese Vlogs gerne machen würde. Weil dicker Junge. Nein, was ich gerne machen würde, also beziehungsweise warum ich es halt nicht mache, ist, ich habe keine Lust, wenn ich hier auf meinem PC die Webcam habe, hinter mir ist eine Tür, eine Wand und eine Toilettentür. Das ist zum einen keine schöne Umgebung und dass jedes Mal diese Umgebung mich hier vor die Kamera setzen, das finde ich scheiße. Ich würde dann auch gerne irgendwas filmen, was weiß ich nicht. Und wenn ich nur hier irgendwo in den Park gehe und da dann ein bisschen filme und spazieren gehe, weißt du, so, keine Ahnung. Die Korn, das wäre zum Beispiel auch eine Sache, die ich sehr gerne mal machen würde. Ich würde sehr gerne mehr spazieren gehen. Einfach. Weil ich halt, ich sitze halt viel vorm PC, wegen YouTube so, das mache ich auch gerne, also gerne im Sinne von, weil ich halt das gerne machen möchte hier alles und so, aber, was halt ein großes Ding ist, ich müsste mich ein bisschen mehr auch mal nach draußen begeben, so einfach mal eine halbe Stunde spazieren gehen, ein paar Mal in der Woche, damit ich ein bisschen meinen Rücken, meist ein bisschen Auslauf und so, einfach solche Dinge. So, guck mal, da sind Münzen, sollen die mir irgendwas sagen? Und einfach solche Dinge so, weißt du? Und ich würde euch natürlich auch gerne interessante Sachen liefern. Und ja, nur hier vor meinem PC, das seht ihr jedes Mal im Stream, diese Perspektive. Ich finde es einfach unfassbar hässlich, dass die ganze Zeit dann bei diesen Videos benutzen zu müssen. Weil das ist dann auch wirklich überhaupt nicht cool und würde mir halt einfach nach einer Woche nicht mehr gefallen und dann würde ich das wieder abbrechen und das will ich nicht. Ich würde so ein Vlog-Projekt, der dicke Junge, Projektname der dicke Junge, ich würde das einfach gerne, ich würde sowas gerne aktiv machen. Ich würde einfach gerne anfangen, richtig aktiv abzunehmen. Das Problem ist einfach, wenn ich darüber nachdenke, dann habe ich halt Angst, über Essen und so zu reden, weil ich keinem ein falsches Bild vermitteln will oder so, was man essen soll oder muss. Aber allein, wenn ich über meine Erfahrungen spreche, sowas, wie ich mich gerade fühle und so, sowas würde ich gerne machen und ich fände es unfassbar krass, wenn ich jetzt einfach sagen würde, ich würde das starten und würde nach einem Jahr mich da hinstellen können und sagen können, guck mal, was ich geschafft habe. Das finde ich einfach sehr, sehr, sehr cool. Aber dafür fehlt mir halt einfach die richtige Kamera. Und jetzt könntet ihr sagen, ja, mach's doch mit der Webcam. Das gefällt mir nicht. Und wenn da jemand kein Verständnis für hat, dann tut es mir einfach leid. So, das war jetzt unfassbar krass. Ich weiß nicht, wie lange dieses Video war. Ich nenne es irgendwie Oldschool-Info-Video-Style oder so. Wer das bis zum Ende geguckt hat, schreibt das mal, falls ihr einen Kommentar schreibt, in euren Kommentar oder schreibt einfach nur mal, hab's zu Ende geguckt. Es würde mich auf jeden Fall interessieren, ob es viele waren. Und wenn ihr Lust habt, das ist ein Oldschool-Ding und ich habe es früher nie gemacht. Und jetzt mache ich's und jetzt sage ich euch einfach, es würde mich unfassbar freuen, wenn ihr das positiv bewertet. Einfach dieses Cornel redet, einfach so, wie er gerade denkt. Wenn ihr das cool findet, dann bewertet das einfach mal. Und ja, es werden wahrscheinlich die Scheiße finden, sowieso nicht mehr bis zum Ende gucken. Von daher glaube ich auch nicht, dass sich jetzt noch jemand beschwert. Der hat um Daumen hoch gebettelt. Deswegen, wenn ihr Bock habt, macht einen Daumen hoch, schreibt mir euren Kommentar und haut hier mal richtig euer Feedback raus, weil das würde mich extrem interessieren. Weil das ist jetzt wieder so ein Ding, richtig persönlich, gerade einfach so von meinem Kopf in dieses Mikro rein. Ja, und das würde mich einfach interessieren, inwiefern das bei euch ankommt. Deswegen würde ich mich hier um krasses Feedback unfassbar freuen. Okay. Ich bin echt gespannt, wie diese Folge, was mit der passiert. Ich wünsche euch einen schönen Tag und
ja, im nächsten Part geht es dann wieder ein bisschen mit Action und so zu Bowser. Ich wünsche euch was. Tschüss. Tschüss. Tschüss.